Spinnen Sie? Ja, sicher. Mein Register ist länger als deins. In Wirklichkeit aber. Die Gendarmen mögen mich nicht. Und ich mag die Gendarmen nicht. Meine Mutter haben sie eingesperrt. Mein Vater erschlagen. Und meinen Bruder haben sie steif aus der Zelle getragen. Alois! Schwindsucht. Lieber Gott! Das wusste ich nicht. Ich habe meine Frau geweckt. Sie kocht dir anständig. Du wirst beide Hände brauchen. Mathilde! Mathilde! Marie und Marianne! Und wie viele Finger hast du? Was hat man dir erzählt? Erzählt, mitgehört, gelesen, überall alles. Und du glaubst das? Jeden Morgen, Matthias, da stehe ich vorm Kiosk. Dann kaufe ich die Zeitungen, sämtliche Nachrichten, jedes Komma. Gestern zum Beispiel, deine Frauen sind in der Zeitung fast oft wichtiger als du. Mathilde, ich schwöre bei meinem... Schwöre, Matthias, bitte. Dutzende. Frauen im Dutzend. Du kennst Frauen im Dutzend. Frauen mit solchen Mäulern, da. Da tragen sie deinen Namen drin spazieren. Den hängen sie sich um, den Kneißel. Laufen damit durch die ganze Stadt, sämtliche Straßen bis hinunter in die Kulierstraße Hinterhaus. Ich habe aufgehört mitzuzählen. Dutzende, Dutzende, Dutzende Frauen im Dutzend. Nur im Dutzend, so kennst du sie. Nur im Dutzend. Ich aber, ich bin einzeln. Eine einzige bloß. Und davon, von einer einzigen bloß, hast du keine Ahnung. Nein, Matthias, das ist wegen Mordes und zweier Verbrechen. War ich ein schlechter Schreiner, Meister? Kneißel. Der Kneißel, Matthias. Ein guter Meister Christoph, bin ich ein guter Schreiner? Matthias, mein Matthias. War ich nicht gut genug? Matthias, was fragst du? Du weißt es doch. Wie ein Sohn, damals warst du mir... Ein Sohn. Sie haben mich gekündigt. Ich? Ich meine Matthias? Niemals. Nein, nicht ich. Die Leute, die Fenster haben sie mir eingeworfen. Die Möbel anderswo gestellt. Sie haben mich auf dem Kirchweg bespuckt und sie haben meine Tochter bedroht. Ein Zuchthäusler hat es geheißen, mein Christoph in der Schreinerei, da arbeitet einer, der kommt aus dem Ausland. Das konnte doch keiner ahnen, dass du heute der neue Jännerwein bist. Ein Katzelmacher. Ein Pasqualini. Arbeitet der anders? Im Gegenteil, Matthias. Einer, der aus dem Zuchthaus kommt, wer dort gelernt hat, der arbeitet weiß Gott anders. Einen Vertrag auf Lebenszeit hätte ich dir gegeben. Sie haben mich gekündigt! Wer war das? Draußen auf dem Hof, mit dem Sie gesprochen haben? Der Knecht. Und? Ich habe ihn geschickt. Wohin? Riga! Wohin? $400 Goldmark, Matthias. Früher hätte jeden verraten. Damals. Ich wollte der Rieger werden. Einer, von dem die Leute sagen,
Schau, da geht er. Da geht der Rieger. Ich hab dich verraten. Und wenn's das nicht glaubst, geh trotzdem. Ich habe ihnen vertraut. Bitte, Rieger. Sie haben gelogen. Vom Rieger darf man alles behaupten. Bloß eins nicht, dass er lügt. Schieß endlich! Neißel, bist du da drin? Neißel, kein Unsinn! Mit erhobenen Händen! Freiwillig! Hören Sie auf zu zappeln, Scheidler! Rieger! Was ist das da auf meiner Brust? Da liegt etwas, was ist das? Die Zeitungen, was sie schreiben, ist das wahr? Ich weiß nicht, was geschrieben wird. Dunkel war's. Hosenknöpfe hab ich funkeln sehen. Drunter hab ich gezielt. Raus wollte ich. Laufen wollte ich. Ein Vater von 6 Kindern war das, Matthias, der andere 5. Kilometer von hier, in Geisenhofen, Anwesen Nummer 8, Merkel. Er ist ein guter Mann, er weiß Bescheid. Auf seinem Dachboden. Merkel. Keinen Zentimeter. Dann lies die Zeitungen. Sie eröffnen jetzt die Jagd, die schreiben dich unter das Schafott. Wo drunter? 1000. Matthias. Sind jetzt 1000 Goldmark. Den möchte ich sehen, der da noch widerstehen will. Die reden alle, die drücken dir heimlich die Daumen, der ist längst mit dem Schiff nach Amerika, aber hör denen mal richtig zu.